Sie sind hier, 11. August 2018, 9.26 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Der Wettkampf der Geherinnen verzögerte sich, Urheberrecht Getty Images. Der Wettkampf der Geherinnen kann bei der Leichtathletik-EM nicht wie geplant beginnen. Ein Feuerwehreinsatz wegen eines Gaslecks verzögert den Startschuss. Der vorletzte Tag bei der Leichtathletik-WM beginnt mit Verzögerung. Um 9.05 Uhr hatte die Entscheidung bei den Geherinnen über 20 Kilometer starten sollen, doch daraus wurde nichts. Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes auf der Rennstrecke wurde der Startschuss zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Feuerwehr musste anrücken, da an einem Gully an der Strecke rund um den Breitscheidplatz am Samstagmorgen Gasgeruch festgestellt wurde. Bei dem Wettkampf starten auch drei deutsche Athletinnen. Nach über 5 Jahren sind damit erstmals wieder deutsche Starterinnen mit dabei. Die Berliner Feuerwehr gab nach umfangreichen Untersuchungen schließlich Entwarnung. Wie der Europäische Leichtathletikverband EAA bestätigte, wird der Start des Frauengehens nun um 10.55 Uhr gemeinsam mit dem Männerwettbewerb erfolgen. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.